Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Reformbestrebungen in Osteuropa und die Situation in der DDR angesichts des Flüchtlingsstroms waren die Hauptthemen der Rede, die Bundesaußenminister Genscher heute vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York hielt. Genscher appellierte außerdem an alle Staaten, weltweite Bedrohungen wie Umweltschäden, Armut, Hunger, Überrüstung, Terrorismus und Drogen gemeinsam zu bekämpfen. Man müsse zu einer besseren Welt von der Konfrontation zur Kooperation kommen. Aus New York, Sven Kunze. Da hat's eben nicht leicht. Während die Redner anderer Nationen über Weltpolitik referieren dürfen, holt ihn auch in New York die deutsche Zwietracht ein. Gleich zu Beginn seiner Rede parierte er einen Angriff des russischen Außenministers, der den Deutschen gestern Revanchismus vorgeworfen hatte, eine Reaktion auf die Rede des Bundeskanzlers vor dem CDU-Parteitag in Bremen. Ich wende mich an Sie, Herr Außenminister Skubiczewski, als den Außenminister des neuen Polen. Ihr Volk soll wissen, dass sein Recht, in sicheren Grenzen zu leben, von uns Deutschen weder jetzt noch in Zukunft durch Gebietsansprüche in Frage gestellt wird. Das Rad der Geschichte wird nicht zurückgedreht. Bei seiner Rückkehr nach Bonn will Genscher ein für allemal für Klarheit sorgen, berichtet seine Umgebung. Die Befürchtungen, die Deutschen könnten im Alleingang die Wiedervereinigung anstreben, versuchte der Außenminister anschließend zu zerstreuen. Niemand in Europa hat Anlass, unsere Politik zu fürchten. Unsere Politik ist eingebettet in das Schicksal Europas. Sie ist europäische Friedenspolitik. Das schließt nationale Alleingänge aus. Der deutsche Außenminister hat es natürlich schwer nach den Wortmeldungen der beiden Supermächte. Denn schließlich werden die großen Fragen in Washington und Moskau entschieden. Hans-Dietrich Genscher greift deswegen vor der UN regelmäßig übergreifende Themen auf. Dieses Jahr zum Beispiel das internationale Drogenproblem und die wirtschaftliche Entwicklung im Osten. Projekte, für die er dann zäh und oft erfolgreich im Hintergrund wirkt. Die Mission des DDR-Anwalts Vogel in Prag ist offenbar weitgehend gescheitert. Vogels Angebot, an die Zufluchtsuchenden in die DDR zurückzukehren, mit der Aussicht auf Ausreise in einigen Monaten, ist auf tiefe Skepsis gestoßen. Heute verließen weniger als 50 DDR-Bürger die bundesdeutsche Botschaft, nachdem es gestern etwa 150 waren. Die Zahl der Flüchtlinge hat unterdessen weiter zugenommen, weil immer wieder neue über den Zaun der Botschaft steigen. Das Angebot Vogels ist, wie einige berichteten, offenbar begrenzt. Es soll, so heißt es, nur noch für die kommenden 3 Tage gelten. Vogel habe erklärt, er werde nicht noch einmal nach Prag zurückkehren. Von dort Walter Tauber. Die Mission des Ostberliner Anwalts Vogel in Prag ist gescheitert. Es gelang Vogel nicht, einen nennenswerten Teil der DDR-Flüchtlinge in der Botschaft der Bundesrepublik zur Rückkehr in die DDR zu bewegen. Rund 500 neue Feldbetten wurden heute Mittag vor der Mission abgeladen. Die Botschaft ist heute voller als gestern. Dann kam das kleine Häuflein der Rückkehrwilligen. Es waren heute Mittag nicht mehr als 20. DDR-Rechtsanwalt Vogel machte einen deprimierten Eindruck. Sein Kommentar war wie immer kurz. Es ist Vertraulichkeit vereinbart. Vogel soll in den Verhandlungen zunehmend fahrig geworden sein und sich widersprochen haben. Fast pausenlos überstiegen heute wieder DDR-Flüchtlinge den Zaun zur Botschaft. Auch die ersten Schlachtenbummler von Hansa Rostock, das heute Abend in Ostrava spielt, waren schon dabei. Einer der Lagerleiter zu den Gründen für die Ablehnung des Angebots von Vogel. Es sind ca. 50 Personen heute gegangen und 145 gestern haben die Botschaft verlassen. Und wir haben jetzt einen Personenstand von 1300 Menschen hier im Lager. Und diese Leute waren einfach mit dem Angebot, das der Professor Dr. Vogel uns zu machen hatte, nicht einverstanden und nicht zufrieden. Die Frist für Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland war einfach zu lang und zu ungewiss.
Mit der Lage der fluchtwilligen DDR-Bürger in den Bonner Botschaften von Prag und Warschau befasste sich heute auch das Bundeskabinett. Spürbar war die Enttäuschung darüber, dass das bisher weitgehendste DDR-Angebot, das der Ostberliner Anwalt Vogel in Prag unterbreitet hatte, bei den Zufluchtsuchenden dort nur wenig Anklang fand. Darauf angesprochen erklärte Regierungssprecher Klein: Die Bundesregierung hat, also ihre Vertreter, die dabei waren, haben sicherlich darauf hingewiesen, dass die Zusagen von Herrn Vogel bisher immer eingehalten wurden und dass wir keinen Fall haben, wo wir etwas hätten reklamieren müssen. Nur es kann und darf nicht Aufgabe der Bundesregierung sein, die Zufluchtsuchenden zu beeinflussen oder zu überreden. Diese Entscheidung muss jeder für sich selbst fällen. Dennoch bietet es heute Abend Anlass zur Besorgnis, dass das gestern noch von allen Bonner Politikern so hoch bewertete Angebot des DDR-Anwalts, Ausreisegarantie für Rückkehrwillige innerhalb des nächsten halben Jahres, bei den DDR-Bürgern in der Prager Botschaft so wenig Anklang fand. Die Tatsache, dass die Zahl der Zufluchtsuchenden in Prag noch während der Verhandlungen Vogels auf jetzt über 1400 anwuchs, ist dabei kein gutes Vorzeichen für die am späten Nachmittag begonnenen Überredungsversuche des Ostberliner Anwalts in der Botschaft in Warschau. Dort klammern sich die über 400 fluchtwilligen Menschen nämlich noch zusätzlich an die Hoffnung, dass ihnen die neue polnische Regierung doch irgendwie eine direkte Ausreise in die Bundesrepublik ermöglicht. Auch in Warschau stieß das Angebot von DDR-Anwalt Vogel auf wenig Interesse bei den Flüchtlingen in der deutschen Botschaft. Vogel sprach in mehreren Etappen mit den DDR-Bürgern. Als er sagte, er wolle mit denen reden, die bereit seien, in die DDR zurückzukehren, hätten alle den Saal verlassen. In Warschau halten sich etwa 400 Flüchtlinge auf. Auf seiner Sitzung beschloss das Bundeskabinett heute die Neuordnung der Jugendhilfe. Der Gesetzentwurf zielt unter anderem auf eine flächendeckende Bereitstellung von Kindergartenplätzen ab. 550.000 mehr sollen es nach Vorstellung der Regierung bis zum Jahr 1995 werden. Bundesfamilienministerin Lehr räumte ein, dass es den ursprünglich angestrebten Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz auch künftig nicht geben werde. Dies hatten die Länder, vor allem Niedersachsen, wegen der hohen Kosten abgelehnt. Die Teuerungsrate in der Bundesrepublik hat sich im September wieder leicht erhöht. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes sind die Lebenshaltungskosten gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres um 3,1% gestiegen. Im August hatte die Teuerungsrate bei 2,9% gelegen. Der Preisanstieg im Vergleich zum vergangenen Monat betrug im September 0,2%. Die Mineralölkonzerne versuchen erneut, höhere Kraftstoffpreise durchzusetzen. Aral verlangt seit heute 3 Pfennig mehr für alle Sorten. Esso will morgen folgen. Zur Begründung hieß es, die Beschaffungskosten seien in letzter Zeit doppelt so stark gestiegen wie die Tankstellenpreise. Nach der letzten Erhöhung vor 2 Wochen waren die Preise wieder auf ihr altes Niveau zurückgefallen. Polen kann mit neuen Krediten rechnen. Weltbank und Internationaler Währungsfonds beschlossen auf ihrer Jahrestagung in Washington Finanzspritzen in Milliardenhöhe. Besonders US-Präsident Bush hatte sich für mehr westliche Hilfe ausgesprochen. Es war der erste Auftritt des Präsidenten vor den Delegierten des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank. George Bush sprach eine breite Themenpalette an, für die sich der IWF mehr als bisher engagieren solle und könne. Wirtschaftliche Programme an Umweltüberlegungen binden, gemeinsame Drogenbekämpfung, Maßnahmen gegen internationale Geldwaschmethoden. Weil Polen, so Bush, einen kühnen Reformplan auf den Tisch gelegt habe, sollen IWF und Weltbank großzügig mit Krediten helfen. 700 Millionen Dollar will offenbar der IWF geben, 500 Millionen die Weltbank für gezielte Projekte. Die Vereinigten Staaten werden an der Spitze dieser Bemühungen stehen, die historische Entwicklung nutzen und ihren Erfolg sicherstellen, sagte der Präsident. Dauerbrenner in der internationalen Finanzwelt und so auch auf der Washingtoner IWF-Tagung ist der Plan dieses Mannes zur Lösung der weltweiten Schuldenkrise, Nicholas Brady, Bush-Finanzminister. Auf 1,3 Billionen Dollar ist der Schuldenberg mittlerweile angewachsen, aber die privaten Banken, die nach Brady Schulden erlassen und dann neue Kredite zu noch günstigeren Zinsen in die armen Drittweltländer pumpen müssten, wollen nicht mehr mitspielen. Davon weiß auch der deutsche Finanzminister ein Lied zu singen. So hat zum Beispiel Commerzbankchef Seib den Brady-Plan scharf kritisiert. Im Übrigen aber nutzte auch Theodor Weigel seinen ersten Auftritt vor der Weltbank, um sich für Polen und Ungarn Hilfe stark zu machen.
Vor allem die in Polen und Ungarn eingeleiteten Reformprozesse sind ein Zeichen der Hoffnung für die Verwirklichung von mehr Freiheit, Selbstbestimmung und Menschlichkeit. Diesem Reformprozess müssen wir auch durch Unterstützung von außen eine Chance geben. Das Parlament der jugoslawischen Teilrepublik Slowenien hat heute fast einstimmig eine Verfassungsänderung verabschiedet, die eine weitgehende Autonomie für die Republik gesetzlich verankert. Einer der 6 geänderten Artikel ermöglicht eine Abspaltung von Jugoslawien. Kurz vor 9 in Ljubljana. Die weitaus meisten der 268 Abgeordneten des slowenischen Parlaments sind wild entschlossen. Heute wollen sie die Reformverfassung der Sozialistischen Republik Slowenien durchsetzen. Das ist unser Tag. Noch einmal diskutieren sie in den Wandelgängen vor allem die Drohungen und Warnungen von ZK, der Bundeskommunisten aus Belgrad. Auch sie haben die ganze Nacht getagt. Auf dem Weg zum Separatismus sind sie in Ljubljana, Zerstörer von Einheit und Brüderlichkeit. Das sei keine Verfassung, sondern eher schon eine Kriegserklärung. Da ist was dran, denn was die Slowenen heute in ihre neue Verfassung packen, ist innenpolitisch hochbrisant. Der umjubelte jugoslawische Staatspräsident Drnovšek kriegte noch einmal das Ungewöhnliche zu hören. Ein unverzichtbares Recht auf Trennung vom jugoslawischen Staat und auf Zusammenschluss mit anderen, freie, geheime Wahlen, das Recht auf freie politische Vereinigung, also auf ein Mehrparteiensystem. Mit dieser Reformverfassung steht Slowenien gegen die zentrale Machtauffassung in Serbien, aber auch gegen die verkrusteten übrigen Republiken, ausgenommen Kroatien. Am Ende war eine demonstrative Mehrheit für die neue slowenische Verfassung und auch dafür, weiterhin im jugoslawischen Staatsverband zu bleiben, allerdings mit größter Souveränität. Bei fast jedem 10. Verkehrsunfall mit Verletzten war im vergangenen Jahr Alkohol im Spiel. Nach den neuen Zahlen des Statistischen Bundesamtes wurden dabei 1.500 Personen getötet und 45.300 verletzt. Das ist nur ein geringer Rückgang gegenüber dem Jahr davor. Die meisten Unfälle ereigneten sich nach der Statistik am Samstagabend. In einer Aktion vor dem Bundestag hat Greenpeace gegen die Verseuchung des Trinkwassers durch Unkrautvernichtungsmittel protestiert. 2 Dutzend Umweltschützer blockierten eine halbe Stunde lang den Haupteingang des Parlaments. Sie brachten über 300.000 Unterschriften für ein Gesetz gegen Pestizide mit. Der Bundestag wird aufgerufen, die neue EG-Trinkwasserrichtlinie uneingeschränkt zu übernehmen. Bonn will Ausnahmen zulassen, weil jedes 5. Wasserwerk die strenge Norm nicht erfüllt. Nach Aufforderung durch die Polizei ging die Aktion in der Bannmeile friedlich zu Ende. Eine Meldung vom Fußball. Im Spiel um den Europapokal ist der 1. FC Köln eine Runde weiter. In Nitra in der Tschechoslowakei schlugen die Kölner den Gastgeber Plastika mit 1:0, nachdem sie das Hinspiel bereits mit 4:1 gewonnen hatten. Die Gewinnzahlen im Lotto am Mittwoch. Ziehung A 12, 14, 22, 28, 31, 46, Zusatzzahl 10. Ziehung B 7, 9, 13, 15, 36, 42, Zusatzzahl 43. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 8, 5, 9, 0, 0, 7, 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 28. September. Der Satellitenfilm zeigt ein Starkwolkenband, das sich über Süddeutschland hinweg bis nach Frankreich erstreckt. Nördlich davon entwickelten sich zahlreiche Quellwolken. Über Westeuropa liegen umfangreiche Wolkenfelder. Am Rande des Hochs über dem Ostatlantik gelangt mit einer nördlichen Strömung kühle Meeresluft nach Mitteleuropa. Mitgeführte Tiefausläufer gestalten das Wetter unbeständig. Die Vorhersage für morgen. Von vorübergehenden Auflockerungen abgesehen, stark bewölkt und gelegentlich etwas Regen. Südlich der Donau bedeckt und zum Teil länger andauernder Regen. Schneefallgrenze auf 1500 Meter sinkend. Tiefsttemperaturen 5 bis 10 Grad. Höchstwerte 12 bis 16, südlich der Donau nur bei 9 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind um Nordwest.
Die weiteren Aussichten: am Freitag wechselhaft und kühl, am Alpenrand weitere Dauerniederschläge. Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen, heute schon um 22 Uhr. Darin Lösung nicht in Sicht, die Lage der DDR-Flüchtlinge in Prag und Warschau. Und Poker um den Airbus, Toulouse und Hamburg im Interessenstreit.